Elevator-Action, also Action im Fahrstuhl, das könnte man jetzt auf verschiedene Arten interpretieren. Aber ich will nicht sofort das Niveau zum Sinken bringen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was verbirgt sich hinter diesem komischen Namen? Und wieso Fahrstühle? Finden wir es zusammen heraus. Was taugt Elevator Action für den Game Boy heute doch? Das Spiel wurde von Natsume entwickelt und von Taito 1991 weltweit veröffentlicht. Der Titel basiert dabei auf ein ganz frühes Arcade-Spiel, welches sehr früh 1983 in den Spielenhallen erschienen ist. Seitdem wurde es auf einige der damals gängigen Heimcomputer und Nintendo-Plattformen portiert. Wie die Hintergrundgeschichte des Spieles schon vermuten lässt, ist das Spielprinzip relativ simpel. Arcade-Spiele der Zeit waren immer nicht für ihre Komplexität bekannt. Ihr schlüpft in die Rolle des Agent 17, Codename Otto. Ja, Otto. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Eure Aufgabe ist es, Hochhäuser zu infiltrieren und dort Datendiskteile zu beschaffen. Habt ihr alles zusammen, müsst ihr dann ins Erdgeschoss gelangen und damit dann flüchten. Schön und gut, aber wie spielt sich jetzt das Ganze? Ihr seht es schon an den Spielszenen. Die Hochhäuser sind immer in diverse Stockwerke aufgeteilt. Aber keine Angst, übermäßig komplex wird es nicht, da die Stockwerke nicht weit nach links und rechts reichen. In diesen Stockwerken gibt es dann diverse Türen. Manche sind mit einem Fragezeichen gekennzeichnet und manche mit einem Ausrufezeichen und die meisten sind gar nicht gekennzeichnet. Letzte sind dabei überhaupt nicht relevant. Die Türen mit den Ausrufezeichen sind die wichtigsten Türen, da ihr dort die gesuchten Datenträger bekommen könnt. Je nach Level müsst ihr immer eine bestimmte Anzahl finden, diese sind natürlich immer über das gesamte Hochhaus verteilt. Wenn ihr bei einer Tür angelangt seid, dann müsst ihr diese einfach dann öffnen. Hinter den Türen mit den Fragezeichen finden sich allerlei Goodies wie zum Beispiel andere Waffen und einfach natürlich Bonuspunkte. Apropos Waffen, ihr startet mit einer einfachen Knarre und könnt diese dann upgraden und so zu einer Schrotflinte kommen, Maschinenpistolen oder Bomben kriegen. Diese sind auch mal mehr und mal weniger nützlich. Ich habe zumindest selbst die einfache Pistole den Bomben vorgezogen, aber das kann natürlich reine Geschmackssache sein. Waffen braucht ihr nämlich, da es natürlich auch einen fast unendlichen Strom an Fieslingen gibt. Diese lassen sich jedoch meistens gut mit einem Schuss erledigen und werden nur in Massen gefährlich, wobei es später natürlich auch nervigere Varianten wie Wachhunde gibt, welche nicht mehr so einfach zu erledigen sind. Okay, haben wir die Basics, aber wieso heißt das Ganze jetzt Elevator Action? Ganz einfach, die Stockwerke sind durch offene Fahrstühle und Treppen verbunden. Diese muss man dann natürlich entsprechend ausnutzen, um durch das Hochhaus zu navigieren. Natürlich ist es nicht immer ganz so geradlinig und so müssen Umwege genommen werden. Im Prinzip ist der Gameplay-Loop immer dasselbe. Türen mit den Ausrufezeichen suchen, Wachen ausweichen und erledigen und das Gebäude erkunden. Leider hat das Spiel doch kein Passwortsystem oder ähnliches, daher ist hier viel Trial and Error angesagt. Hat man aber erstmal ein Gefühl für das Spiel, geht es eigentlich in Ordnung. Grafisch ist das Spiel eher durchwachsen. Klar, die normale Gestaltung und Animation sehen gut aus, nicht übermäßig beeindruckend, aber bei einem so frühen Spiel geht das durchaus in Ordnung. Aber leider sehen die einzelnen Hochhäuser alle exakt gleich aus. Hier wäre auf jeden Fall etwas mehr Abwechslung bei den Hintergründen drin gewesen. Und das Sound erst. Die Effekte gehen ja in Ordnung. Die sind das, was man von ihnen erwartet. Aber diese Musik, die geht einen relativ schnell auf den Keks. Die wiederholt sich viel zu schnell und ist immer derselbe Track. Wieso? Was taugt Elevator Action für den Game Boy also heute noch? Das Spiel ist auf jeden Fall solide. Es bietet einfache, aber gute Arcade-Action. Allerdings hätte ich mir auf jeden Fall ein Passwortsystem gewünscht und technisch auf jeden Fall mehr Abwechslung. Ansonsten kann man bei dem Spiel für einen günstigen Preis nichts falsch machen. Das war der Test zu Elevator Action für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr sicherlich, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.